klingt die neue Nationalhymne. Und diese Kühe könnten bald Wappentiere sein. Denn hier soll das Fürstentum von Laas entstehen. Ein Ministaat. Mit stolzen Kühen auf den Fahnen, diplomatischen Beziehungen in die ganze Welt und selbstverständlich mit eigenen Pässen. Hier befinden Sie sich im Palast des Gouverneurs von Laas. Als Staatsoberhäupter werden wir zwei Prinzen haben. Einmal Staatschef François Hollande und dann den Erzbischof von Bayonne. Der Gemeinderat wird in einen Ministerrat umgewandelt und ich werde die zwei Prinzen vertreten. Ich bin dann also Regierungschef. Bereits im nächsten Jahr, so der Bürgermeister, sollen die 123 Bewohner seines Dorfes fürstliche Untertanen von Laas en Berne werden. Und jeder Besucher muss diese Zollhäuschen passieren. Wer zu uns kommen will, der wird kontrolliert. Wir schauen in die Taschen, ob da keine Waffen drin sind. Das Fürstentum soll friedliebend sein und vor allem glamourös. Die Schauspielerin Brigitte Bardot hatte der Bürgermeister schon vor 20 Jahren eingeladen, als sie genug hatte von der mondänen Côte d'Azur und Monaco. Zwar ist die Bardot dann doch nicht umgezogen, doch mit dem Bürgermeister hat sie sich befreundet. Seitdem weiß er, das Fürstentum hat alles, um Stars und Sternchen anzulocken. Ein Schloss für fürstliche Hochzeiten und einen Naturstrand. Da hinten lägen jetzt in Monaco die Luxusjachten der Milliardäre. Die muss man sich wegdenken. Hier bei uns kommen dann eher Kanus und Paddelboote vorbei und es laufen Pyrenäenberghunde durchs Wasser. Also es ist genauso klasse wie der Strand von Nizza. Hinter den fürstlichen Plänen steckt aber auch Protest. So wie viele andere kleine Kommunen fühlt sich Laas en Berne vom fernen Paris im Stich gelassen. Das Dorf kommt nur schwer über die Runden. Vor allem die Handwerker versprechen sich von den Plänen ihres Bürgermeisters einen wirtschaftlichen Aufschwung. Neue Kundschaft etwa für die handgefertigten Baskenmützen. Man sagt immer, die Handwerker sind Frankreichs große Stärke. Aber die Regierung tut nichts für uns. Der sind wir egal. Wir werden als Handwerker viel mehr Anerkennung finden und es werden noch andere kommen, wenn wir die Handwerker eines Fürstentums sind. Auch die stolzen Bauern von Laas en Berne bekennen sich nun plötzlich zum Fürstentum. Und das hat ganz handfeste Gründe. Wenn wir so werden wie Monaco, dann ist das doch toll. Dann brauchen wir endlich keine Steuern mehr zu zahlen. Wir zahlen ohnehin zu viel. Aber es gibt auch Kritiker. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt alles was wird. Die machen sich doch über uns lustig. Ich werde schon überall als Prinzessin von Laas angesprochen. Humor haben sie in Laas und Ideen. Doch Paris wird das neue Fürstentum wohl kaum anerkennen. Schade eigentlich.